Tokyo International Airport at Cebu Pacific, you're welcome to turn radio. Willkommen Leute und guten Morgen. Wir sind ziemlich zerstört. Es ist jetzt 10.45 Uhr japanischer Tokio-Zeit. Und wir sind ungefähr um 5 Uhr losgeflogen und wir haben ungefähr, also ich habe ungefähr so 2-3 Stunden geschlafen vielleicht. Aber ich bin ziemlich aufgeregt hier zu sein. Ich muss sagen, das ist schon also, lange ein Traum von dir. Ja, genau, ein Traum, ich dachte, ich mache das eh nicht, weil es ist teuer und so. Aber ja, mittlerweile habe ich gemerkt, man kann auch überall günstig irgendwie reisen und oder mal ein bisschen mehr ausgeben. Und ich muss sagen, direkt mal, also ich bin ein sehr großer Anime-Fan und ich glaube, die Japaner sind richtig witzig und ich habe gehört, das Essen ist auch richtig geil. Also ich glaube, es wird einfach nur geil. Wie geht's euch eigentlich immer? Seid ihr von einer von denen, die immer als erstes aufspringen, schon bevor es überhaupt erlaubt ist, oder bleibt ihr einfach sitzen? Kassenpark! Wir holen jetzt unsere Klamotten! Okay, also Geld haben wir schon mal am Start, aber viel witziger ist, man kann sich hier die SIM-Karten für das Land im Automaten kaufen. Feier ich aber so krass. Hier kann man für 7 Tage, dann mit 4 GB, 200 MB Data, also ziemlich wenig. Aber richtig witzig. Also ich weiß noch nicht, ob wir uns hier eine holen müssen, weil jetzt wahrscheinlich gutes WLAN, aber witzig! You want to go to Ikebukuro? Ja. You are here to Nippori Station. Nippori, okay. JR Yamanote Line to Ikebukuro. Okay. Leute, um ehrlich zu sein, wir sind jetzt noch nicht lost, aber wir wissen nicht, wo wir auf der Map sind. Eigentlich ist es einfach super easy, man sieht die Station und guckt, sucht, wo sie ist, aber irgendwie sind die Stationen hier nicht drauf. Wir wissen nicht. Wir sind richtig, aber nicht wie richtig, wissen wir nicht. Okay, also wir suchen hier gerade unseren Couchsurfer, aber ich würde sagen, es wird gar kein Problem sein, also gar kein Problem. Gar kein Problem einfach. Also wir haben die Leute gefunden. Sicher. Ja, wir sind jetzt 4 Couchsurfer und der Host. Penny ist zu in die Kamera, right? Yeah. Okay. Yeah. So, hello. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wir sind gerade essen gegangen und es sieht schon so lecker aus. Und ich meine, how is it called, the food? Soba. Soba. Yeah. Okay, so it's called Soba. Soba. And it looks like, I don't know how to eat it, but it looks amazing. We have a tattoo. Okay, also ich habe jetzt rausgefunden, das sind auf jeden Fall einmal Nudeln, dann so Gurken. Ich habe gerade Aal probiert, das war übergeil. Und das ist eigentlich so Ei mit Reis, ein bisschen Seegras und Chicken. Und das ist echt richtig lecker. Das ist so lecker. Also nicht nur Sushi hier, sondern auch anderen geilen Scheiß. Es ist so lecker, ich freue mich. Ja. So scary, especially because you're using it so much. Okay, also eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber eigentlich trinke ich nicht. Aber, weil ich so ein Anime-Gestatter bin und da überall Sake getrunken wird, trinke ich jetzt Sake. Das ist ein Traum, der wahr wird. Kanpai! Okay. Chin-chin. Chin-chin ist Italien. Schmeckt wie Wein. Okay, ich glaube, es wird ein bisschen chaotisches Video, weil wir einfach nur, wir haben gar nichts geplant, wir laufen jetzt einfach mit und es ist voll cool, weil der uns hier alles zeigt. Und ja, wir gehen jetzt hier gerade in so einen Tempel bei ihm um die Ecke in Tokio. Ich weiß auch gar nicht, wie der Stadtteil hier heißt, Igukuba-Kreuzung oder so. Naja, also Infos kommen dann irgendwann die Tage. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an dem Tempel und der sieht schon mal ganz fett aus und bis jetzt auch die Straßen sind so eng gebaut irgendwo teilweise. Und es ist irgendwie, ja, es ist voll cool hier zu sein und mal nicht in so einem entwicklungsasischen Land. Weil man muss sagen doch, dass man, also dort wirst du halt als Weißer oft als Weißer behandelt sozusagen. Und auf Dauer ist es
schade einfach so. Du genießt zwar die Zeit dort und viele Leute sind noch nett zu dir, aber du hast halt fast täglich dieses, ah, bist du tuk-tuk und bla und hier und ha, hey. Und ach, keine Ahnung, dieses Dumme. Und hier hat man das Gefühl, die Leute sind einfach, behandeln dich halt normal, weil du normal bist. Und also bis jetzt schon. Und sind halt einfach super lieb und nett. Und Gott, ich liebe die japanische Sprache und liebe alles hier. Ich bin so krass am Start. Voll cool zu sein. Also gehen wir mal in den Tempel hoch. Wir sind jetzt hier gerade auf einem Friedhof und es sieht so schön aus und im Hintergrund sind diese Raben, die so laut sind, die sind so riesig. Das ist irgendwie voll creepy. Und diese komischen Stangen, da seht ihr die? Die, wo die Namen draufstehen. Irgendwie erinnert man nach dem Tod, bezahlt man quasi Geld und dann kriegt man sozusagen einen Namen für das Leben nach dem Tod und also umso mehr du bezahlst, umso geiler ist dein Name, umso eine krassere Bedeutung hat der. Wir lernen einiges heute. Hast du schon was gelernt? Viel. Schön. Ich weiß nicht, was mit diesen Mücken hier abgeht, mit diesen Viechern, die sind so laut. Aber Leute, for your own safety, no Pokémon Go hier. So witzig! Dann guck dich mal das hier an, das sieht so cool aus. Okay, seid bereit. Looks so cool! Das ist so schön, oder? Also wir sind ja schon mittendrin, guck dich mal an. Richtig cool, so habe ich mir Japan vorgestellt. Oder Elle? Sag doch auch noch was! Ja. Ich freue mich aber auch auf den Quatsch. Auf was freust du dich? Auf den Quatsch. Welchen Quatsch? Zum Beispiel haben die uns gerade gezeigt, die haben ein Eis gegessen mit 8 verschiedenen Kugeln drauf. Das ist so lang! Und noch viel geiler, was mein Favorit ist. Man kann sich hier ein Kart mieten, ein Mario-Outfit anziehen. Ich habe kein Auto. Ja, ist okay, du musst dann filmen oder zugucken. Auf jeden Fall kann ich als Mario, Luigi oder sonst was mit einem Kart durch Japan fahren. Ich glaube, das muss ich tun. Ich sag ja, wir freuen uns auch auf den Quatsch. Auf jeden. Zack, einmal ist die Bahn rein und wieder raus, Alter, und Shibuya! Ich würde sagen, hier sind ein paar Menschen. Ja. Der ist halt gar nicht so voll. So. Okay, lass uns losgehen. Es ist so cool. Und alles so cool. Ja. Das ist richtig schön. Best Guide of Tokyo. Okay, also ich muss sagen, ich feiere es hier so krass, das ist so nice. Zieht euch mal rein, es ist so viel los und die Leute sind alle so witzig, oder? Look at these shoes. Which shoes? All of them. $10. Nice. Würde hier stehen, würde ich behaupten. Ja, richtig geil. Beste Entscheidung hier anzukommen. Das ist Forever 21. Hä? Das ist Forever 21. Das ist so wichtig. Es ist so verrückt, es sind so viele Lichter und so viele. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mal drüber hingucken soll. Schon in die Richtung. Einfach nur geil. Und wir gehen jetzt in so eine Straße, wo ganz viele kleine Cafés und so sind. Dann gehen wir was essen. Dann guckt euch mal zum Beispiel sie wieder an. Und er macht ja auch ein Foto. So cool. Oh mein Gott, das ist so cool. Geht's? Passt hier rein, Leute. Nein. Hi. So, what do you want? Bonbonwa. Bonbonwa. Hi.
And this is edamame, soybean. Ich bin im Paradies. Was? Oh. Also wir hatten heute schon Leber, Zunge, alles am Start. Und jetzt probiere ich hier so einen Jellyfish. Das ist kein echter, aber die nennen das so. Is there a bad way? What's the bad way? Bad way. Oh, really? Es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber filmen wir hier die Fächer gerade. Ich finde es voll cool. Ich finde hier eine richtig coole Atmosphäre, Leute. Auf Wiedersehen. Bis später. Witzig! Oh no, you won? Two? Already? How many tries? A lot. Okay. Also hier gibt es einen ganzen Laden voll nur voller Abzockermaschinen. Oh, sie hat gleich das Geld. Okay, ganz ehrlich, ich habe den Abzug losgelassen. Was soll das? Okay Leute, ich wollte noch kurz Tschüss sagen. Diese Straßen, die sind doch wieder so süß, oder? Wo der hier wohnt. Überall so kleine Gassen. Hier. Ich muss sagen, also wir haben schon ganz schön viel heute mitgenommen an Eindrücken. Ihr habt es wahrscheinlich auch ein bisschen gesehen. Ich glaube, es wird richtig cool hier. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon überzeugt von diesem Land. Und das Essen ist auch so lecker. Und ja, ist einfach cool. Gibt noch richtig viel zu entdecken, glaube ich. Schon alleine nur in Tokio. Die Stadt ist schon so gestört, ey. Richtig cool. Also, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin so fertig und deswegen schmeißen wir uns jetzt ins Bett. Wir sehen uns zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut.